Herr Spies, bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag hat mir einiges Kopfzerbrechen bereitet. Es ist ja sicher richtig, dass die Zielrichtung des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt die Einsparung von ca. 8 Milliarden Euro bis zum Jahr 2015 durch Streichung von Mitteln der Arbeitsförderung bei der Bundesagentur für Arbeit ist. Die Streichung bei den Einstiegsqualifizierungen für Jugendliche, die praktische Abschaffung des Zuschusses für Existenzgründer und die Kürzung der Förderdauer des Eingliederungszuschusses für ältere Menschen ab 50 Jahren auf bis zu 12 Monate hätten für Berlin fatale Folgen. Was sind Langzeitarbeitslose? Das sind Menschen, die mehr als ein Jahr bei der Bundesagentur als arbeitssuchend gemeldet sind. Jene also, die durch die Hartz-IV-Gesetze von Rot-Grün vor allem betroffen wurden. Liebe Grüne, plagt Sie hier vielleicht Ihr schlechtes Gewissen? Viele Menschen, die Hilfe und Qualifizierung gebrauchen könnten, schlagen sich mit menschenunwürdigen Billigjobs durch und denken nicht daran, sich durch das Hartz-IV-System stigmatisieren zu lassen. Wie heißt es so schön, einmal Harzler, immer Harzler? Es ist ein perfides System aus Misstrauen, Bespitzelung, Bürokratie und Unfähigkeit entstanden. Das Jobcenter ist bekanntlich da, wo es keine Jobs gibt. Selbst wenn man eigene Ideen, zum Beispiel für eine Existenzgründung, mitbringt, muss man um jede Unterstützung betteln. Es ist ja genug Arbeit da. Entschuldigung, Herr Kollege, darf ich mal bitten, dass da auf der rechten Seite etwas mehr Ruhe einkehrt und die Aufmerksamkeit dem Redner bitte. Bitte, Herr Kollege. Es ist ja genug Arbeit da, aber zu wenig Erwerbsarbeit. Das eigentliche Problem ist ja, dass die gesellschaftliche Anerkennung an die Erwerbsarbeit geknüpft ist. Die Arbeit, die Menschen leisten in der Familie, Männer und Frauen bei der Erziehung von Kindern, bei der Pflege von Alten, wird ja gar nicht gesellschaftlich anerkannt. Es ist auch ein erschreckendes Zeichen, dass bürgerschaftliches Engagement bei langjährigem Hartz-IV-Bezug abnimmt. Warum werden die Menschen nicht ermuntert, sich in gemeinnützigen Einrichtungen zu engagieren? Auch dadurch, dass sich jeder einen 1,50-Euro-Job selbst suchen kann. Doch leider ist es so, dass diese klitzekleine 1,50-Euro-Anerkennung für gesellschaftlich nützliche Arbeit in Sparorgien geopfert wird. Der Fokus auf Langzeitarbeitslose ist nicht ausreichend, um die Chancen aller, gerade auch von Neueinsteigern und Wiedereinsteigern in den Arbeitsmarkt zu verbessern. Darüber hinaus sind Beschäftigungsmaßnahmen, die für den Betroffenen seine realistischen Chancen am Arbeitsmarkt nicht verbessern, abzulehnen. Statt Punkt 2 des Antrags sollten besser arbeitsmarktpolitische Instrumente gefordert werden, die sicherstellen, dass jeder für die von ihm ausgeführte Tätigkeit eine vergleichbare Entlohnung für vergleichbare Erwerbsarbeit erhält. Da unterstützen wir auch den Antrag der Linken. Durch Beschäftigungsmaßnahmen die Qualifikation der Erwerbslosen so zu verbessern, dass sie selbst Chancen am Arbeitsmarkt ergreifen können. Dafür sind die Mittel der Aus- und Weiterbildung der Erwerbslosen vom Bund zu gewähren und Bildungsprogramme wieder neu aufzunehmen. In dem Antrag werden auch Menschen mit Behinderungen, Abhängigkeitskranke und psychisch Kranke überhaupt nicht berücksichtigt. Diese haben fast keine Chancen, in Beschäftigungsmaßnahmen zu gelangen oder dazu gefördert zu werden. Wir brauchen keine stigmatisierenden Lohnkostenzuschüsse, sondern einen anständigen Mindestlohn. Wir brauchen keine sinnlosen Beschäftigungsmaßnahmen, sondern vernünftige Bildungs- und Qualifizierungsangebote. Und schließlich brauchen wir keinen Arbeitszwang, sondern ein Grundeinkommen für alle, das eine selbstbestimmte Arbeit erst ermöglicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.